Und herzlich willkommen in meiner Kartenwerkstatt. Ich bin die Andrea und bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Herzlich willkommen bei meiner Reihe Weihnachten 2020 in Andreas Kartenwerkstatt. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich los mit unserem heutigen Projekt, nämlich einer ganz besonderen Kartenform. Ja, ihr seht schon, ich habe mich ein bisschen ausgetobt mit Designerpapier, weil diese Karte, die ist so schön, dass ich die einfach in verschiedenen Designs ausprobieren wollte, weil sie jedes Mal ja einfach anders wirkt. Und ich habe so eine ähnliche Karte von der lieben Steffi zum Geburtstag gekriegt und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine ganz tolle Idee. Habe im Netz auch noch ein bisschen gestöbert und bin bei Lisa Stamp Studio eben auf diese Anleitung hier gestoßen. Das ist eine amerikanische Kollegin. Habe das jetzt eben einfach noch von den Maßen her abgewandelt, damit das auch ein ganz normales Kuvert geht, um das hier bei uns in Deutschland oder auch in Österreich zu verschicken. Einfach damit es keinen Aufpreis vom Porto her gibt. Wenn das immer andere Formate hat, dann kostet es ja ein bisschen mehr und so kann man das einfach schön einstecken. Genau, ich zeige es euch mal. Das ist jetzt mit dem Designerpapier Weihnachtsblüten. Ihr seht schon, ich habe schon Tinte am Finger. Genau, schöne Tage und jede Menge Sternstunden habe ich hier vorne drauf. Und dann kann man die eben hier einmal aufmachen. Und das ist eben so eine große Karte innen und ich finde das Designerpapier, dieses wunderschöne, kommt halt da einfach auch richtig gut zur Geltung. Und hier hat man einfach dieses Quadrat von vorne hier nochmal als Deko in dem Sinne. Und die ist total einfach zu machen und hat so eine tolle Wirkung und die muss ich euch unbedingt zeigen. Also ganz, ganz toll. Ich zeige euch mal die anderen Varianten auch noch. Also das ist auch mit dem Set Weihnachtsblüten. Das ist jetzt ein Papier, was man jetzt am Anfang gar nicht so zugesagt hat. Das ist aus demselben Stempelset, aber das hat hier eine total tolle Wirkung, finde ich. Schaut mal, hier mit dem Quadrat hier. Total schön, finde ich das. Nehmen wir mal den Weihnachtsstern in der Mitte. Und das hat jetzt Zapfen und Tannenzweige. Und das auch, also finde ich total schön. Da habe ich jetzt Tinte in Wildleder, bei allen anderen auch, und in Hummelgelb benutzt. Das macht so einfach so einen frischen Ton noch, finde ich. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt mit dem anderen Designerpapier auch noch. Das ist das Weihnachten im Herzen. Und hier habe ich jetzt mit dem anderen Stempelset gearbeitet. Ich zeige es euch mal. Also das eine ist das blühende Weihnachten mit dem Weihnachtsstern. Da sind auch die ganzen Sprüche draus. Und das andere ist weihnachtliche Grüße. Das habe ich hier verwendet. Und zwar hier diesen Stempel. Frohe Festtage und alles Gute fürs neue Jahr. Und das habe ich einfach mit Kreisstanzen ausgestanzt. Genau. Und dann wirkt das schon wieder ganz anders und hat innen eben auch so eine Wow-Wirkung, finde ich. Also das ist jetzt ein Flüsterweiß innen. Beim anderen habe ich Vanille pur verwendet. So zum Vergleich auch nochmal. Und ich habe jetzt da genauso einen flüsterweißen Mattung einfach drunter. Und hier habe ich es jetzt, nachdem mir das hier dann zu hell geworden wäre, habe ich es jetzt einfach in Olivgrün gemacht. Und das wirkt genauso toll, finde ich. Also richtig schön. Man könnte da jetzt natürlich einen Magneten auch noch hinmachen, aber ich finde, das muss gar nicht sein. Wenn es verschickt wird im Briefumschlag und einfach gut nachfalzen, dann hält es auch so. Ein paar Glitzis drauf. Also eigentlich eine ganz einfache Karte. Und wie man die macht, zeige ich euch heute. Und zwar für den Innenteil braucht ihr als erstes mal Designerpapier. Also ich habe jetzt das hier mit dem Holzdekor auf der Rückseite. Das ist auch aus den Weihnachtsblüten. Und da kriegt er aus einem Bogen zwei Karten eben raus. Die Länge habe ich hier gelassen bei 30,5 und dann schneidet ihr euch das zurecht. Also ich habe es ein bisschen angepasst. Wie gesagt, dass es im Briefumschlag auch gut reingeht und vor allem damit hier vorne dieses Quadrat hier auch schön mittig ist. Das ist nämlich gar nicht so leicht, das irgendwie anzupassen. Da habe ich ein bisschen umeinander probiert erstmal. Und zwar hat es hier eine Breite von 13,7 cm.
Und dann müssen wir das einmal falten. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt einfach in den Inch-Angaben gelassen, weil das so gut rausgeht hier auf dem ganzen Bogen. Und zwar sind das ganz gerade Zahlen, das sind hier diese langen Striche. Also ihr legt es einmal an bei 2 Inch. Ihr habt da hier diese Verlängerung auch nochmal. Da könnt ihr schauen, dass es gerade ist. Da wird es einmal gefalzt. Ah, um noch zu sagen, das, was ihr innen haben wollt, das nehmt ihr auf die Rückseite, weil das ja hier einmal so geknickt wird dann. Ich mache es jetzt vielleicht mal so. Gefällt mir, glaube ich, besser, wenn die Beeren innen sind. Also, einmal bei 2 Inch, dann schiebt das weiter auf 4 Inch. Dann einmal auf 8 Inch. Also wie gesagt, das sind so gerade Zahlen. Ich kann euch das unten in die Infobox in den Zentimetern, in den umgerechneten auch noch reinschreiben. Aber das geht so gut mit diesen geraden Inch-Angaben und eben bei 10 Inch. Und das war alles schon beim Falzen. Und dann dreht ihr euch das um auf die Innenseite und da brauchen wir jetzt 2 Markierungen, einfach um diese Dreiecke rauszuschneiden. Und da geht ihr euch von oben her, ihr könnt es natürlich hier an das Kalau anlegen, ich mache es jetzt so, und macht euch da eine Markierung bei 5 cm. Und das macht ihr auf der gleichen Seite, also immer auf der oberen Seite, hier auf der anderen Seite auch, bei 5 cm eine Markierung. Und dann müssen wir das Ganze hier einmal schneiden. Und zwar, ich knick's jetzt einmal nach. Von dieser Falz bis zur Markierung schneiden wir jetzt eben diese Ecke raus. Ihr könnt es natürlich mit der Hand auch machen und euch dann einen Strich machen. Aber ich lege es mir jetzt einfach an. Beim hellen Papier sieht man das super. Ich sage gleich dazu, wenn es dunkler gemustert ist, dann ist es ein bisschen schwer zu sehen. Dann ist vielleicht besser, man zeichnet es sich an. Aber bei dem hellen sieht es wunderbar. Und dann schneidet ihr euch diese Ecke raus. Und auf der anderen Seite eben auch. Ich mache es hier auch einmal ein bisschen nach. Einfach hier diese, hoppsala, ich zeige es euch vielleicht auch noch mehr. Hier diese Falz in diese Schneidenut hier einmal einlegen und hier unten eure Markierung. So, jetzt ist natürlich verrutscht, gell? Noch einmal. So. Und dann schneidet ihr das ab. Und die eben jetzt nicht wegschmeißen, sondern die brauchen wir gleich noch. So, und dann nehmt ihr euren Papierfalter. Also ich möchte jetzt, wie gesagt, dieses Bärendesign auf der Innenseite, haben mir dementsprechend ja auch meine Falzen hier gezogen. Und dann geht er am besten erstmal auf diese zweite Falz von außen. Von welcher Seite ihr anfangt, ist egal. Und ich drehe es mir jetzt bloß so her. Und die wird jetzt einmal hier nach außen geschlagen. Und da schaue ich mir immer nochmal, dass ich hier einfach bündig hier bin, weil manchmal verrutscht man doch ein bisschen und dann schaut es hier einfach schön aus. Genau, dann klappt euch das andere Seitenteil rein und da genauso. Ich drehe es mir jetzt bloß so rum, das ist für mich hier zum drüber gucken ein bisschen besser über die Kamera und falzt euch das auch noch aus. Und dann schließt es super schön hier einmal in der Mitte. Und dann brauchen wir eben hier unsere beiden Dreiecke, die wir jetzt gerade weggeschnitten haben. Und die kleben wir uns jetzt an. Je nach Design müsst ihr nur gucken, dass ihr das richtig rum habt. Also nicht so rum jetzt. Ich habe jetzt das Holzdekor so rum im Verlauf. Und das klebe ich mir jetzt hier mit Mehrzweckflüssigkleber kurz an. So, einfach hinten drauf ein bisschen Kleber geben. Ne? Meine ist schon am leer werden. Jetzt kommt natürlich zu viel raus. Bin ich nicht im Bild, gell? Und dann klebe ich mir das einfach hier bündig hin, das hier unten und an der Seite einfach bündig abschließt. Und das andere Teil natürlich dann genauso seitengleich. So, und dann habt ihr schon hier diese tolle Form, also wirklich ganz einfach. So, dann habe ich mir jetzt hier noch zurechtgeschnitten
Diese Mattung, die dahinter kommt, ich habe die jetzt in Glutrot gewählt, weil das auch die Farbe ist hier von diesen Beeren, damit es einfach noch ein bisschen absticht. Ich wollte jetzt nicht, ich zeige es euch mal im Vergleich, nochmal Vanille nehmen. Das geht natürlich auch, aber so hat es natürlich noch mehr ja, Farbe. Und das klebe ich mir jetzt auch einfach mit Mehrzweckflüssigkleber. Ich muss ihn bloß kurz aufschrauben. Einmal da hinten drauf. Und das Maß sage ich euch auch noch kurz. Und zwar ist es 10,5 in der Breite. Jetzt habe ich gekleckert. Und 14,2 hier in der Länge. Und da könnt ihr das ja hier einmal gut aufklappen und euch das hier einmal festdrücken. Und ich mache mal gerade hier noch einmal meine Bleistiftstriche weg, weil ich das gerade gesehen habe, dass man die einfach nicht mehr sieht. Und dann habe ich mir hier für hier innen drinne schon Farbkarton in Vanille pur zurecht geschnitten. Und der hat jetzt die Maße, Moment, ich muss nur spicken, 9,5 x 13,2. Da habe ich mir schon mal einen Spruch eben auch aus dem Set aufgestempelt. Und hier nehme ich jetzt diese Beerenzweige mit der Füllung eben nochmal raus und stempel mir das auf. Einmal den Zweig in Wildleder. Und nachdem das Klarsichtstempel sind, lege ich mir jetzt nur meine Stempel- und Perforiermatte drunter und ein Schmierpapier, dann kann ich nämlich hier schön über den Rand stempeln und mache mir hier einmal noch ein paar Zweige hier. Hier einmal noch von oben. So. Und dann habe ich hier noch Glutrot. Dieselbe Farbe wie im Designerpapier und dann nehme ich mir einfach diesen Füllstempel. Und nachdem das jetzt Klarsichtstempel sind, ich hoffe, ihr habt meine Haare jetzt nicht irgendwie im Bild, lässt sich das jetzt natürlich hier super drüber setzen. Und ich zeige es euch mal von nah. Die sind, ich hoffe, die Kamera fängt das jetzt so ein. Also die sind nicht ganz, jetzt ist es scharf, genau. Die sind nicht ganz durchgängig, sondern die haben einen Bereich an jeder Beere, wo einfach, ja, wie so eine Lichtspiegelung drin ist. Und ich fand das ganz toll. Also eine ganz tolle Wirkung haben die, finde ich. Und das machen wir hier unten auch noch einmal. Halt. So. Genau. Also die lassen sich super ineinander stempeln. Genau. Und dann habe ich hier mir mein besticktes oder bestickten Quadrat auch schon mal vorbereitet. Das stammt hier aus den Stickmustern. Das heißt, das ist das größte Quadrat. Ich messe euch das auch kurz noch mal aus. Das hat 6,7 x 6,7 cm. Dass ihr das wisst. Ihr könnt euch das natürlich auch als Quadrat ausschneiden. Und für diese Runden hier, da habe ich mir das aufgestempelt aus dem Stempelset eben mit der 1,5 Inch Kreisstanze ausgestanzt. Und hier habe ich eben auch von den Stickmustern diesen zweitkleinsten Kreis benutzt für diesen glutroten Kreis hier dahinter noch. Genau. Und hier, wie gesagt, habe ich auch die Beeren und den Spruch aus dem Set. Genau, und dann können wir das eigentlich auch schon gleich einkleben. Und zwar einmal hier innen. Das mache ich auch mit Mehrzweckflüssigkleber. So, ihr schaut einfach, dass ihr das mittig hier einmal draufklebt. Genau, einen Spruch finde ich unten immer noch ganz schön. Und da ziehe ich mir jetzt bloß meine ganzen Falzlinien noch mal richtig gut nach, damit das einfach auch zuhält. Also da rück mit Schmack ist ein bisschen hin. Genau, und dann nehme ich mir einmal der Menschennäs und mache mir zwei hier auf diese linke Seite, so mittig hier. Und eins mache ich mir hier auf diese Ecke hinten. Weil dann habe ich nicht das Problem, oh, wo muss ich meine Dimensionals aufsetzen, dass ich dann nicht irgendwie über diese Mittelöffnung komme. Und dann setze ich mir eben dieses Quadrat jetzt so auf, dass diese Spitzen hier direkt auf meiner, ja, ich sag mal, Nut sind. Und da schaue ich eben, dass hier die gleichen Abstände überall sind. Genau. Und dann nehme ich mir hier,
bloß noch ein paar Glitzis und setze mir die hier nur einmal hier. Und schon ist eine wunderschöne Weihnachtskarte fertig, finde ich. Und die hat so eine tolle Wirkung. Also ich finde die richtig schön. Ich bin ganz begeistert. Also das ist so eine Karte, da kann man gar nicht aufhören, auszuprobieren, wie wirkt die mit verschiedenen Papieren, mit verschiedenen Designerpapieren. Also ich finde die total klasse. So, ich habe jetzt euch die anderen auch nur alle mal ins Bild gelegt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Nachbasteln, beim Ausprobieren und natürlich dann auch verschicken und verschenken. Und ich gebe euch wie immer die Materialien, die verwendeten und die Maße in die Infobox unten. Und ihr könnt gern die tollen Produkte von Stampin' Up! Über mich bestellen unter andreaskartenwerkstatt@gmail.com. Diese Woche läuft ja jetzt noch die Designerpapieraktion mit 15% Rabatt. Und da sind eben diese Designerpapiere auch drin. Das hier ist schon der Nachlieferung. Also wenn ihr das noch wollt, vor Weihnachten bitte einfach baldmöglichst bestellen. Es gibt immer so ganz heiß begehrte Designerpapiere. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, macht es gut. Und ich würde mich natürlich über ein Abo, einen Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Und sag tschüss und bis bald. Ciao, ciao.